Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird wieder destilliert und natürlich gehen wir auch wieder einer Fragestellung auf den Grund, die zumindest ich äußerst interessant finde. Ob jemand von euch auch auf solche, ja, eher abwegigen Ideen kommt, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob diesen Versuch schon jemals jemand gemacht hat. Es geht heute darum, ob es möglich ist, mit einer Destillation zwei ätherische Öle zu destillieren. Und zwar nicht einfach nur so, dass man sagt, ja, man wirft eben zwei verschiedene Pflanzenmaterialien in die Kolonne und es kommt ein Mischöl heraus, sondern wir wollen versuchen, tatsächlich zwei voneinander getrennte Öle zu bekommen. Dafür habe ich Pflanzenmaterial vorbereitet. Was es ist, könnt ihr vielleicht schon erkennen, aber ich hole es mal etwas näher ran. Um diese beiden Kandidaten dreht es sich heute. Auf der linken Seite der Lavendel aus dem eigenen Anbau, geerntet letzten Frühling bzw. Frühsommer. Das ist das, was von der Ernte noch übrig ist. Ich habe einen Großteil des Pflanzenmaterials ja bereits im Laufe der Saison destilliert und ich hebe mir normalerweise immer eine Schüssel davon auf, um auch über den Winter noch frisches Öl destillieren zu können. Auf der rechten Seite haben wir Gewürznelken in Bioqualität, ebenfalls relativ frisch. Deswegen erwarte ich mir auch hier eine halbwegs hohe Ölausbeute. Warum jetzt genau diese beiden Pflanzen? Ja, ist auch ziemlich schnell erklärt. Beide Pflanzenarten haben einen sehr hohen Ölgehalt. Deswegen ist auch bei kleineren Mengen eine sichtbare Ölmenge kein Problem. Auf der anderen Seite haben wir hier zwei entgegengesetzte Öle. Das ist für den Versuch jetzt extrem wichtig. Auf der linken Seite der Lavendel, der ein Öl produziert, das leichter als Wasser ist und somit an der Oberfläche schwimmt. Auf der rechten Seite die Gewürznelken, die ein Öl enthalten, das schwerer als Wasser ist, somit nach unten sinken wird. Damit erhöhen wir die Chance, dass sich die beiden Öle voneinander trennen und zwei sichtbare Ölschichten erkennbar werden. Falls es gelingt, haben wir dann tatsächlich zwei separate Öle destilliert, eines oben auf der Wasserschicht und eines unten. Zur Abtrennung verwende ich hier natürlich wieder den Separierungstrichter. Der Ölabscheider wird nicht funktionieren, da sich eben das Nelkenöl hoffentlich unter dem Wasser ansammeln wird. Damit würde aber das Prinzip des Ölabscheiders zunichte gemacht werden und deswegen funktioniert das in dieser Form jetzt nicht. Wir beginnen wie üblich damit, die Kolonne zu befüllen. Unten habe ich schon das Sicherungsnetz eingelegt. Okay, kann man jetzt nicht besonders gut erkennen. Hier ist es, das kleine Edelstahlgitter. Das dient nur dazu, dass das Pflanzenmaterial nicht durch die doch relativ großen Löcher in dieser Kolonne durchrieselt. Wir füllen zuerst die Gewürznelken ein. Die Reihenfolge spielt hier jetzt keine besonders große Rolle, ob zuerst die Nelken und dann den Lavendel oder umgekehrt, müsste eigentlich egal sein. Durchdampft wird das gesamte Pflanzenmaterial und deswegen ist es ziemlich egal, was oben und was unten liegt. Danach kommt der Lavendel hinein. Ich werde die Kolonne nicht ganz füllen, einfach deshalb, um nicht zu viel Pflanzenmaterial zu verschwenden, falls ich hier jetzt nur ein gemischtes Öl extrahieren kann. Das heißt, wenn sich die ätherischen Öle vermischen und das Öl sich dann entweder oben oder unten sammelt, habe ich ein Gemisch aus Lavendel und Gewürznelke. Ja, riecht wahrscheinlich auch ganz angenehm, aber ich liebe eigentlich eher die getrennten Öle. Da hat man mehr Potenzial, sie einzeln zu verwenden und selbst zu kombinieren. Von dem Mischöl brauche ich, wenn dann, nur eine ganz kleine Menge. Deswegen sparen wir hier einfach etwas am Pflanzenmaterial. Ein bisschen noch, dann ist die Kolonne halb voll und dann könnte es auch schon losgehen. Den Kessel füllen wir nun noch mit Wasser. Ich werde etwa 250 bis 400 Milliliter durchdestillieren. So viel passt in den Separierungstrichter und dann sollten wir auch schon erkennen können, ob sich getrennte Ölschichten gebildet haben oder nicht. Während die Destillation läuft, gibt es für euch natürlich wieder ein paar Detailaufnahmen. Und damit sind wir auch schon beim Ergebnis. Ich muss zugeben, es ist überraschend ausgefallen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich das hier sehen werde. Noch ist nicht allzu viel zu erkennen.
Ja, vielleicht seht ihr diese kleinen Anhaftungen hier am Rand. Ich hole das Ganze noch etwas näher ran und dann werden wir es Schritt für Schritt analysieren. Beginnen wir gleich am unteren Ende des Separierungstrichters. Hier könnt ihr eine Ölschicht erkennen. Typische Braunfärbung, also definitiv Nelkenöl. Es ist schwerer als Wasser, hat sich unten abgesetzt. Es ist nur eine kleine Menge, wahrscheinlich wegen der doch recht geringen Menge an Gewürznelken, die in der Kolonne Platz gefunden haben, aber doch eindeutig erkennbar. Mit dem habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich dachte, das Nelkenöl wird sich auch mit dem Lavendelöl vermischen und dadurch entweder in der Mitte schweben oder sich oben absetzen. Dass es jetzt tatsächlich am unteren Ende des Trichters sich ansammelt, das war für mich sehr überraschend. Am Trichterrand selbst haben sich auch noch Tropfen abgesetzt. Das passiert leider durch die konische Form des Trichters. Das Öl rinnt nicht bis ganz hinunter, sondern heftet sich am Rand fest. Das muss man dann später noch ausspülen. Hier haben wir bei dieser Vorgehensweise jetzt allerdings ein Problem, denn oben am Trichter hat sich auch etwas getan. Auch oben im Trichter hat sich eine klar erkennbare Ölschicht abgesetzt, nahezu transparent, leicht gelblich. Das sieht mir verdächtig nach dem Lavendelöl aus. Es hat sich wie üblich auf die Wasseroberfläche gelegt und ist ganz klar erkennbar. Wir haben also tatsächlich zwei verschiedene Öle destilliert, die auch getrennt voneinander im Separierungstrichter auffindbar sind. Ganz sauber hat die Trennung nicht funktioniert, aber dafür müssen wir auch noch einmal kurz die Oberfläche betrachten. Hier sehe ich nämlich ein kleines Problem bei dieser Vorgehensweise. Es ist nicht besonders gut erkennbar, aber doch mit freiem Auge sichtbar. Es schwimmen Ölnester im Öl. Hier ist höchstwahrscheinlich eine Vermischung der beiden Öltypen passiert. Sauber trennbar wird das nicht mehr sein, deswegen kann man die Lavendelölschicht hier wahrscheinlich nicht als reines Lavendelöl nutzen. Es scheint, als hätte sich auch ein Teil der Bestandteile des Nelkenöls hier in dieser Ölschicht versammelt und diese mehr oder weniger verunreinigt. Wobei das eigentlich ein schlechter Begriff dafür ist. Es ist ja nicht verunreinigt, sondern nur vermischt. Alles in allem bin ich positiv überrascht vom Ergebnis dieses Versuchs. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich die ätherischen Öle tatsächlich voneinander trennen und separat absetzen werden. Es ist aber passiert und somit ist zumindest für diese Pflanzenkombination gewährleistet, dass man mit einer Destillation auch zwei Öle separat destillieren kann. Ganz sauber getrennt sind sie nicht. Wir haben gesehen, das Lavendelöl könnte leichte Beeinträchtigungen durch das Gewürznelkenöl erfahren haben. Das Gewürznelkenöl scheint aber zumindest in seiner Reinform sich unten im Separierungstrichter abgesetzt zu haben. Praktische Anwendbarkeit hat dieses Verfahren, ja, mäßig bis gar keine. Wenn man einmal kleine Mengen an Öl benötigt und nicht eine ganze Kolonne voll durchdestillieren will, dann bietet es sich an, zwei Pflanzenmaterialien zu kombinieren, wenn die ätherischen Öle entgegengesetzt sich verhalten, also eines schwerer und das andere leichter als Wasser ist. Das schränkt natürlich die Auswahl des Pflanzenmaterials schon beträchtlich ein. Für einen Versuch hat es auf jeden Fall ausgereicht. Ich glaube, dass ich dieses Verfahren in Zukunft in der Praxis nicht noch einmal durchtesten werde. Es macht für mich einfach mehr Sinn, die Pflanzenmaterialien separat zu destillieren. Zum einen hat man eine höhere Ausbeute und zum anderen auch ein reineres Öl. Mischen kann man nachträglich ja immer noch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Experiment. Wie gesagt, die praktische Verwendbarkeit ist nicht sonderlich groß, aber die Interessenslage war da und deswegen hat es mich einfach interessiert, ob es möglich ist und wie das Ergebnis aussehen wird. Vielleicht war das Ergebnis auch für euch überraschend. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr damit gerechnet hättet, dass das Verfahren, so wie es jetzt vorgeführt wurde, erfolgreich sein würde oder nicht. Bleibt nur noch, mich fürs Zusehen zu bedanken. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.